ich weiß nicht, eine andere Attitüde. Du gehst die Leute anders an, du siehst Möglichkeiten. Wenn der Druck so groß ist, dann geht's. Jahre lang, dann, der liebe Gott hat mir was zum Nachdenken geschickt. Er hat mich nicht haben wollen, der Teufel auch nicht. Ich bin beiden sehr dankbar, ich bin noch da. Aber der Kernsatz heute von der Zukunft für mich ist, ich will noch 20 Jahre arbeiten. So, meine lieben Gäste, heute Episode 10, die Gäste des Barons. Ein wunderbarer Gast aus unserem benachbarten österreichischen Nachbarland, der Richard Kahn. Kahn mit Doppel-A. Hallo Richard. Hallo, grüße dich. Bei uns würdest du angesprochen werden als Herr Baron und bei euch ist es der Herr Baron. Naja. Also ich bleibe bei Herr Baron. Ich bin Österreicher. Ja, du, die bei Namen falsch betonen, da sage ich, du sagst ja auch nicht Graf. Ja. Baron. Habe die Ehre. Ich habe mir schon überlegt, ob wir das komplett in deiner Heimatsprache machen, aber dann muss man es dolmetschen. Na, die Leute lieben das. Die Leute lieben den österreichischen Linzer bist du, ne? Nein, ich bin Grazer. Grazer. Wollen wir sehr vorsichtig sein. Wir haben ja Grazer. Alle etwas gegen Wien als geborene Österreicher. Wir kommen ja mit unserem Wasserkopf nicht so ganz klar. Aber nein, wir sind Österreicher. Und wir könnten ja sagen, was uns mit den Deutschen trennt, ist unsere Sprache. Ja, aber die Hamburger verstehen es nicht ganz so gut, aber ich sag mal, wir haben in Deutschland auch Dialekte, wo man sagt, okay, da muss man schon drin sein. Ich hatte nämlich die Verena schon als Gast, die kommt aber jetzt nach dir, die ist die Episode 11, weil ich jetzt zuletzt eine Frau hatte, jetzt wieder mein Mann, dann wieder meine Frau und die kommt aus Münster und ist in die Pfalz gezogen. Jetzt frage ich dich mal, kannst du dir vorstellen, dass man da eine Sprachbarriere hat? Zweifellos. Siehst du? Ich glaube, so Extreme habt ihr nicht in Österreich, so extreme Dialekte. Oder? Oh, da will ich Einspruch erheben, weil allein bei uns in der Steiermark, ich bin ja im Süden von Österreich, wir sind ja auch von der Einstellung her viel mehr dem Mediterranen näher. Es hat sehr viel italienischen Einfluss, ein bisschen auch vom Balkan. Nona in Österreich, aber allein von der Sprache her zwischen Oststeiermark und Weststeiermark, wenn du das Wort Motorboot hernehmest, dann sagen die einen Motorboot und die anderen sagen Motorboot. Und das ist also nicht ganz so einfach. Aber wenn's dann, zur Einstimmung. Wenn es dann solche Begriffe sind, dann gewöhnt man sich dran. Ja Mensch, Richard, wir haben uns letztes Jahr getroffen und die Geschichte will ich kurz erzählen, weil das hat mich so beeindruckt, wie ich dich getroffen habe bei einer Veranstaltung. Da warst du mit dabei und hast dafür gesorgt, dass alles reibungslos läuft und hast auch, das war so das, was ich so immer gesehen habe, sehr schwungvoll immer den Leuten die Mikros gegeben und bist da echt rumgerannt, wo ich dachte, was ein geiler Typ, da kannte ich dich ja noch nicht. Ne? Und dann sind wir beim Mittagessen zusammengesessen und dann kommt man halt ins Reden. Ne? Ich glaube, das ist unsere beide Art und dann haben wir irgendwie gemerkt, ach guck mal hier, der Richard hat was mit alten Autos zu tun und da habe ich dich so Ohren, ne? So, und das ist halt eine irre Geschichte, dass wir uns dann immer wieder begegnen zu den verschiedensten Themen. Und jetzt habe ich ja sehr lange gebraucht für meine Lieblingseinstiegsfrage, die auch nicht so einfach zu beantworten sein wird, bei dir speziell auch ein bisschen länger dauert, aber wir haben ganz viel Zeit. Und die lautet, mein lieber Richard, was machst du denn? Das ist die Frage, die haben mir meine Kinder ein Leben lang gestellt. Wahnsinn. Liebe Gott hat mir sehr viele Talente gegeben und ich bin ihm sehr dankbar. Und ich versuche, mein Leben so bunt als möglich zu gestalten. Manchmal wurde es bunter, als ich wollte. Aber vom Prinzip her, vielleicht kurz zur Ausbildung. Ich komme aus einer alten Juristenfamilie und da hat mein Vater gesagt, du kannst studieren, was du willst, solange es Jura ist. Super. Daraufhin habe ich damals noch relativ braver Sohn das versucht, bin nach dem ersten Staatsexamen ausgestiegen. Es ist nicht meine Welt. Ich habe aber viel gelernt dabei und das war wichtig und gut, weil es mir weitergeholfen hat, auch in meiner späteren Tätigkeit als Gutachter und Sachverständiger, den Unterschied eines Normalsterblichen in seinem Ausdruck und in seinem Verständnis gegenüber dem Juristen zu kennen. Dann war das Studium also schneller beendet, als mein Vater sich das vorgestellt hat. Daraufhin habe ich ein College für Maschinenbau besucht. Das wäre halt eine Fachhochschule.
Und bin dort zum Techniker ausgebildet worden. Erstaunlicherweise fällt mir gerade ein, dass in der Berufsberatung in der Schule es schon geheißen hat, er wird entweder Jurist oder Techniker. Das ist lustig. Ich bin dann beides halb geworden und eines mehr als das andere. Habe also das abgeschlossen und ging dann von dort weg oder parallel dazu in die Rennfahrschule. Und zwar hat ein Studienkollege von dort, war als Fahrlehrer engagiert und wollte aussteigen und hat mich dann hineingeholt. Und da bin ich zuerst als Mechaniker eingestiegen. Das war Formel Ford damals, weil die Motoren halt dauernd kaputt waren. Und habe diese Motoren repariert. Das war so in den Ferien und am Wochenende. Und dann hat man mich gefragt, ob ich mehr machen will. Und vor allem der damalige Eigentümer hat mich beobachtet, wie ich diese Autos eingefahren bin. Die Motoren mussten damals mit 3000 Umdrehungen eine halbe Stunde, mit 3500 Umdrehungen wieder eine halbe Stunde und so weiter eingefahren werden. Etwas, was heute sich keiner vorstellen kann. Kennt keiner mehr, nee. Ja. Und daher bin ich auf der Rennstrecke gefahren und hab das Auto gefahren und habe probiert und in Kurve mehr und weniger und weniger. Und irgendwann hat er mich gestoppt und hat gesagt, ich habe noch jemanden gesehen, der mit 3000 Umdrehungen so schnell fahren konnte. Und hat dann geschaut, ob der Schleppzeiger im Drehzahlmesser, ich habe ihn nicht beeinflussen können, also der war wirklich nicht drüber. Und dann hat man mich quasi ausgebildet in einem Schnellverfahren zum Fahrlehrer für Rennfahrer, für Zukünftige. Und das habe ich nach meiner technischen Ausbildung gemacht eine Zeit lang, ich glaube 2 Jahre lang, und habe Leute kennengelernt wie den Stuck und ich weiß nicht wen. Also das war halt damals die auch eine Formel 1 war so angreifbar. Wenn du dort warst, dann hast du den Leuten zuschauen können, wenn sie, ich weiß nicht, Lotus das Getriebe repariert hat am Boxenboden, haben sie das einfach ausgelegt und repariert und hat halt rübergerufen, ob ich ihm einen Schraubenzieher geben kann oder ähnliches. Und vielleicht noch eine kurze Geschichte zum Stuck. Ich habe damals gewohnt in einem wunderbaren Umfeld, in einem Schloss. Die Geschichte war, dass das ist bei Knittelfeld, also Spielfeld, heute ist das der Red Bull Ring, damals war das Österreich Ring, und ich bin dorthin gefahren. Ich hatte den Job, aber keine Wohnversorgung. Und ich wusste, dass meine Eltern die Leute dort kennen in dem Schloss. Und ich bin dort hingefahren und dort saßen im Hof dort. Kannst du dich erinnern an den Film Arsen und Spitzenhäubchen? Ja, dunkel. Die ja. alten Damen so Ach in den. So, doch, in, ja, ja. So, genau diese Damen saßen im Schlosshof, bitte. Und zu viert oder zu fünft und haben dort ihren Tee getrunken. Und ich sage, ich bin also der und der, Richard Kahn aus Graz. Und ja, hallo, und wir wissen und wir tun und wir tun. Setz dich hin und habe einen Tee. Dann hatte ich also meinen Tee. Nach einer halben Stunde kam ich wieder zu Wort und sagte, na, eigentlich wollte ich nur fragen, ob ihr mir helfen könnt, eine Wohnversorgung. Ja, du wohnst im Ostflügel, zweiten Stock. Und übrigens, wie geht's der Tante Mizi? Ja, daraus wurden dann 2 Jahre, die ich dort gewohnt habe. Die Vorgeschichte ist deswegen wichtig, weil wie ich oben am Ring gearbeitet habe und der Hans Joachim Stuck hat damals irgendeinen 2002 BMW TIIC irgendwas 1000 PS getestet und die Kraxen war dauernd kaputt. Und da ist er immer nur gestanden und während die repariert haben. Und ich war halt frech und gehe hin zum Hans und der war schon berühmter Rennfahrer, sagt, Hans, magst fahren lernen? Kannst du bei mir mitfahren? Und der hat also dann wirklich in den Pausen, wenn er Pause hatte, uns Tricks für die Fahrschüler und mir natürlich auch beigebracht. Und wir kamen zum Reden, wo wohnst du? Ja, er wohnt in einem Bauernhof dort hinten, aber ist nicht so besonders, weil das Klo ist über dem Gang und so weiter. Ich konnte aufgeigen mit, ich weiß nicht, damals meinen 25 Jahren, ja, ich wohne im Schloss. Worauf er natürlich gesagt hat, ich auch. Und so habe ich ihn mitgenommen und kam dann die ganze Formel 1 Crew von BMW samt Stuck später und Alfa Romeo etc. hat dann dort gewohnt, bis zum Schluss, solange das dort funktioniert hat. Wahnsinn, Wahnsinn. Kurzer Abschnitt, die Rennerei und dann irgendwann habe ich gesagt, okay, ich muss was Gescheites machen und ging zu Steyr-Daimler Puch, um dort das G-Modell mitzuentwickeln, wobei, das war ja lustig, ich hatte damals mir einen Turbo Porsche verdient, ich glaube 3,3 Liter oder so, ich habe damals affenartig viel Geld verdient als Fahrlehrer, ich weiß nicht, 1000 Euro die Woche oder irgend sowas in den 70er Jahren. Also reden wir jetzt zwischen 76 Turbo kommt auf den Markt und 79 G-Klasse kommt auf den Markt. Genau, ne? Das. Genau das. Ich bin kurz vor der G-Klasse dann eingestiegen. Ich glaube, ich bin 78 zu Steyr-Daimler Puch gekommen, später Magna und habe dieses Auto mitentwickelt und habe mir den Turbo Porsche dann neben den Fiat Agenda vom Herrn Werksdirektor hingestellt und ich glaube auch so knapp, dass er nicht ordentlich einsteigen konnte. Der Eindruck war gleich einmal gegeben. Okay.
So, und so kam ich zu Steyr Daimler Puch und habe dann dort ein paar Jahre lang das G-Modell mitentwickelt. Da warst du dann der Paradiesvogel, der, mein gut, Magna, was haben die damals noch gemacht? Die haben die G-Klasse gemacht. Was haben die damals noch Pinzgauer. Den Pinzgauer. Was ist der Pinzgauer? Kennst du nicht? Nein. Der Pinzgauer ist das einzige Auto, mit dem du zu einer Wand hinfahren kannst und die nur mit Rangieren vor und zurück senkrecht aufstellen kannst. Du musst ihn nur anhängen, damit er nicht umfällt. Das ist ein sechsräderiges Auto. Es gab Vierrad und Sechsräder. Das war der Nachfolger vom Haflinger. Der Haflinger sagt mir noch was, ja. Wie das Pferd heißt. Pinzgauer, also ein großes Truppen, also größeres Truppentransportgerät mit 4x4 oder 6x6, Zentralrohrrahmen, Pendelachse. Und allerdings einen fürchterlichen, luftgekühlten Motor, der wie eine Kreissäge klingt. Mhm. Und dem hat man später dann von VW einen Sechszylinder Dieselmotor gegeben. Das Problem ist nur technischer Natur, dass dieser Zentralrohrrahmen eine bestimmte Seitenneigung des Motors erfordert. Und das konnten die meisten nicht, weil sie mit dem Ölkreislauf ein Problem hatten. Also das war so ein österreichischer Unimog quasi. Aber damals war Steyr natürlich ein großer Arbeitgeber wahrscheinlich, ne? Mit wie viel? 3.000, 4.000, 5.000 Leute? Wie groß war das? Ja, ich glaube schon 4.000, 5.000, wie ich dort war. Das G-Modell ist ja eigentlich eine Entwicklung von Steyr Daimler Puch. Genau. Der hieß ja ursprünglich auch H2, Haflinger 2. Und dieses Auto war geplant als zwischen Land Rover und Range Rover sich anzusiedeln, als militärisches, teilweise ziviles Einsatzfahrzeug mit geraden Kanten, möglichst einfach zu reparieren, einfach austauschbar. Und in dieser Phase bin ich dort eingestiegen, also ich glaube 79 sind wir auf den Markt gekommen und haben dann die ersten Autos am Band, auch glaube ich noch mit Superkleber zusammengepickt im Markenbereich zumindest. Also das war einfach anders, man merkt es dann an den Autos heute, wenn sie etwas stärker rostig werden. Okay. Und dann warst du da und hast ja also die Legende G-Klasse, ne? Die dann Mercedes. Wie kam es dann, dass Mercedes da eingestiegen ist? Weil über die G-Klasse weiß ich echt zu wenig. Und jetzt mit dir zu reden, ist natürlich ein Traum, ne? Dieses Man lernt Auto, ja nie das, aus. Dieses Auto, das Steyr Puch allein entwickelt wurde bis zu einem bestimmten Punkt, hatte ursprünglich auch vorgesehen gehabt, diesen Motor, diesen luftgekühlten Motor wie im Pinzgauer, der aber, ich glaube, ein 2,5 Liter Luftkühler, aber jedenfalls abartige Geräusche hatte, der konnte es nicht aushalten. Mhm. Und dann hat man einen eigenen Motor entwickelt in Steyr, ich glaube, den M hat es geheißen, den M-Motor, einer, der nachher im Fahrzeug sich nicht durchgesetzt hat, weil er, glaube ich, zwar vom Wirkungsgrad ganz toll war, aber kaum zu reparieren. Du musstest, glaube ich, über die Ölwanne zu den Ventilen dazukommen, etc. Also ganz blöd. Der kam nicht. Und dann hat man einen Mercedes-Motor eingesetzt. Ich glaube, den 240er Diesel, Vierzylinder als erstes, und den 230er Benziner, die zwei. Und das war, glaube ich, so der Beginn, möglicherweise, weil man diesen Motor nehmen wollte, der Beginn mit Daimler-Benz eine Kooperation einzugehen. Da wurde dann die GFG gegründet, die Geländefahrzeuggesellschaft. Die war hier in Graz zwar ursprünglich, glaube ich, paritätisch besetzt, aber relativ bald dominiert von Daimler-Benz. Es kamen damals allerdings nicht die Pkw-Entwickler, sondern die Lkw-Entwickler als federführende Mannschaft her. Und ich kann mich gut erinnern, ich hatte immer wieder zu tun mit einem gewissen Herrn Meyer, der vorher Panzer konstruiert hatte. Das war so ein nicht sehr hochgewachsener, bei uns würde man ein bisschen abfällig sagen, so ein laufender Meter. Und dieser Herr Meyer war dann gefürchtet als Panzermeier. Und wann immer der kam, ich weiß nicht, alle 10 Tage, ist das halbe Werk stramm gestanden. Also wir hatten alle höllische Angst. Und du kannst dir vorstellen, hier das Aufeinandertreffen von steirischen Sturschädeln mit arroganten Schwaben aus der Autoentwicklung. Na, das hat gekracht, jedes Mal natürlich. Ja, okay. Das ist ja spannend, das ist ja lustig. Also, ich meine, interessant ja auch, dass das die Lkw-Abteilung war, weil ja mittlerweile gibt es ja Pkw-Transporter, Lkw. Heute ist der ja im Pkw-Segment oder schon immer dann im Pkw-Segment, weil das war ja dann auch quasi, du hast ja recht, neben dem Range Rover gab es ja nichts Luxuriöses. Es gab den Land Rover fürs Grobe, es gab einen Range Rover, es gab noch einen Monteverdi, es gab noch so ein paar Exoten, den Lamborghini gab es noch, diesen verrückten. Monteverdi hat der geheißen, ja? Monteverdi und dann gab es diesen, also das ist dann eher Ende der 90er, 2000er, als dann der SUV-Boom plötzlich kam, ne?
So, das hättest du damals ja nicht für möglich gehalten, dass diese Gattung Fahrzeug, außer bei euch, also Panda 4x4 und sowas, brauchst du ja in den Bergen, also ein Allrad brauchst du, du brauchst was Robustes, aber dass so eine G-Klasse irgendwann Lifestyle wird, ne? Und in New York durch die Gegend fährt und so weiter, das ist schon irre, oder? Ich habe ja heute meine größten Vorbehalte dagegen. Ich halte es für vollkommen Unsinn, wenn die Frau Direktor mit dem 500 PS SUV Super Turbo dann auf den Wochenmarkt fährt mit dem Jutesäckchen und dann sagt, ich gehe jetzt grün einkaufen. Mhm. Also es ist meines Erachtens eine komplette Pervertierung des Automobils. Ja, aber das ist nun mal, wobei ich glaube, der Hintergrund war die Steuergesetzgebung oder die Abgasgesetzgebung in Amerika. Weil diese SUVs unter die Lkw-Abgase gefallen sind und nicht die PKWs, konnten sie überhaupt sich erst durchsetzen und das ist dann halt rübergeschwappt zu uns. Aber wenn immer ich das irgendjemand erzähle, sagt er ja, vor allem an dem Super-Luxus-Outfit von diesen Autos, bist ja du mit schuld, weil ich muss ja sagen, ich habe dann jahrelang davon gelebt, die Dinge dann so aufzubrezeln etc. Also genau. Vielleicht, wenn ich dir kurz weitererzählen darf. Die Geschichte musst du auf jeden Fall, ja, also mich interessiert es und ich kenne auch genug Guys, die jetzt schon an deinen Lippen hängen und sagen, boah, was ist das, ein geiler Gast? Was hast du denn da für einen, wo hast du den ausgegraben? Ja, den habe ich mir bei der Veranstaltung mitgenommen, den Richard. Wahnsinn, Wahnsinn. Nee, dann wird es ja richtig spannend, dann erzähl mal. Also Zeiten bei Daimler-Benz und Steyr-Dammer-Puchen, ich habe mir natürlich dort schon sehr viel Freiheiten genommen, auch immer in dem Wissen, dass ich dort ein relativ baldiges Ablaufdatum haben werde. Ich wollte dort nicht alt werden. Ich wollte beitragen und habe auch, glaube ich, sehr viel beigetragen, aber eben mit einem Ablaufdatum. Für mich war damals schon klar, ich werde selbstständig. Ich bin ein ganz, ganz schlechter Angestellter und das Selbstständigwerden war für mich irgendwie so ein natürlicher Vorgang. Aber ich habe damals schon gelernt, nimm so viel mit, als du bekommst von woanders, dann zahlst du weniger Lehrgeld später. Mhm. Und ich bin ja heute immer wieder so als Mentor und Begleitender bei Startups dabei und sage, ihr müsst dich um andere Dinge auch kümmern. Jetzt fällt mir gerade ein, ich habe vor kurzem eine sehr interessante Sitzung gehabt über einen Digital-Marketing-Menschen, einen ganz tollen Mensch. Die können herumfiedeln auf dem ganzen Ding und er sagt mir, wie toll er wächst und dass er jetzt so viele Mitarbeiter mehr hat. Worauf ich ihm sage, ja, aber du wirst spätestens dann und dann die größten Schwierigkeiten mit deinem Personal haben. Woher weißt du das? Sag ich, weil das vollkommen normal ist. Wenn du heute 20 Mann hast, dann bist du als Unternehmer aufgerufen, ein Drittel deiner Arbeitszeit dich nur mit den Personalangelegenheiten zu scheren. Und das übersehen die Digitalfritzen ja alle, dass du heute, dass die, ich weiß nicht, die gebärende Ehefrau, der kränkelnde Großvater, die schreienden Kinder zu Hause, das ist alles wahnsinniger Einfluss auf den Erfolg. Und wenn du dich nicht rechtzeitig darum kümmerst, ist das ganz dumm. Mhm. Aber Steyr-Dammer-Puch, ich war also ein paar Jahre dort, wurde dann so Koordinator zwischen Steyr-Dammer-Puch und Daimler-Benz. Bin immer hin und her geflogen, damals ging das noch, allerdings das ist jetzt auch 40 Jahre her, immer hin und her geflogen zwischen Stuttgart, Untertürkheim und Graz und war dann hauptsächlich für die Innenausstattung zuständig, kam dann von der Konstruktion weg, weil ich konnte nicht besonders gut zeichnen. Mhm. Was für einen Konstrukteur suboptimal ist, aber aber ich habe mir dann schnell so ein paar Leute herbeigeholt, die haben für mich gezeichnet. Ich habe ihnen gesagt, was ich gerne hätte. Und ich kam dann in den Prototypenbau und war dort so Gruppenleiter im Prototypenbau. Was sehr interessant war, weil da ging es dann darum, dass die Dinge, die auf der einen Seite gezeichnet wurden, auch verbaut werden sollten. Was nicht immer so einfach war, vielleicht eine kurze Anekdote zum Pinzgauer wieder. Ungefähr zu dieser Zeit wurden langsam die ganzen alten Zeichnungen, die Steyr-Dammer-Puch vorher gemacht hat, wurden nicht digitalisiert, aber neu erfasst. Ich glaube, Mikrofisch war das damals. Mhm. Und dann hat man diese Dinge erfasst und da kommt dann einer dieser Elektroniker, Techniker zu mir und sagt, du, das geht überhaupt nicht. Dieses Auto ist nicht baubar so, weil da ist ein Spalt von 5 cm nach der Zeichnung. Mhm. Ich sagte, okay, gehen wir hinaus ans Band, etwas übertrieben, also an die Manufaktur. Zum Pinzgauer, weiß es nicht, warum ich da zu tun hatte, aber immerhin nehme ich den mit und dann gehen wir zu dem dortigen Karosseriebaumeister und zeigen ihm die Zeichnungen und sagt, das geht nicht, das Auto kannst du so nicht bauen. Worauf der sagt, doch, kann ich schon, greift nach hinten, holt so einen 5 Kilo Apothekerhammer, haut einmal auf das Drum drauf und sagt, jetzt geht's. Oh, 5 Zentimeter. 5 Wahnsinn, Zentimeter. Wahnsinn. Ja, im Europa, über die Breite hat sich das natürlich schnell verschoben. Na, jedenfalls, so hat
Das war halt damals so. Wir haben es nicht so tierisch ernst genommen. Das ist eben noch nicht dieses ganze Packaging, was ja später kam in den 80er, 90ern, wo die Autos ja im Prinzip im Packaging halt, ne, wo du sagst, da muss aber vom kleinen, also überleg mal, was früher für Motorräume da waren, wo eben nur drei Gattungen reinpasst. Und heute hast du irgendwie 2 Liter bis was weiß ich, müssen da alle reinpassen, ohne dass die Haube noch dann irgendwie aufgebläht wird und so weiter. Also das ist ja ein spannendes Thema. Und interessanterweise, also jetzt muss ich dich nochmal kurz an der Fragestellung, dass du sagst, ich wusste relativ schnell, dass ich eigentlich lieber selbstständig bin und in solchen Strukturen nicht so gut funktionieren. War das für dich hast du gedacht, du hast dann die Freiheit, das zu tun, was du willst mit einem eigenen Business? Was war denn dein Gedanke damals? Also war das diese, ich mach's dann, wann ich will, wie ich will? Das ist ja eine spannende Frage. Ich hatte es ja ganz ähnlich, deswegen frage ich mal dich jetzt, wie es für dich war. Ich kann nicht genau sagen, wann dieser Gedanke in mir gereift ist, aber ab einem bestimmten Moment, wahrscheinlich so ab Abitur oder knapp danach, war mir relativ klar, Befehlsstruktur, vielleicht beim Bundesheer, das könnte sein. Mhm. Befehlsstrukturen sind situativ akzeptabel oder auch notwendig, aber prinzipiell will ich sie nicht. Ich will das tun, was ich kann, was ich tun will. Ob ich es nun gut oder schlecht mache, das ist mein Risiko. Ich war immer bereit, dann das Risiko zu nehmen. Und wenn du heute Unternehmer wirst, musst du auch eine andere Einstellung haben. Ich habe es bei sehr vielen meiner ehemaligen Mitarbeiter gesehen. Ich hatte dann doch irgendwann einen 15-Mann-Betrieb. Und viele von diesen Leuten, ich hatte, glaube ich, 12 Azubis, viele von ihnen sind selbstständig geworden und die haben mir unisono immer erklärt, wie unterschiedlich ein und dieselbe Sache ist, nur von welcher Seite du sie anschaust. Ob du nämlich jetzt Unternehmer bist, Selbstständiger, verantwortlich mit Risiko oder ob du Empfänger bist, Arbeitnehmer, wobei das Wort ja meines Erachtens sowieso verkehrt ist. Der die Arbeit nimmt, ist ja eigentlich der Unternehmer. Aber egal, so ist es einfach. Arbeitgeberarbeiten, ja, das sind so Begriffe, die keine Ahnung, mittlerweile auch gar nicht mehr so verwendet. Also das sind so Formularbegriffe mittlerweile. Ja. Ne? Aber jedenfalls der arbeitet, sieht das ganz anders, wenn er dann dafür verantwortlich ist. Das ist ganz lustig. Das war in mir relativ tief drinnen, dass ich das machen will. Und die Übergangszeit bei Daimler-Benz und Steyr-Dammer-Puch war also ganz bewusst von mir gewählte Lehrzeit. Ich war dann, glaube ich, 3 oder 3,5 Jahre dort, habe sehr, sehr viel gelernt, auch dann für meine weitere Entwicklung als Autokonstrukteur und Autobauer, der ich ja dann im kleinen Rahmen geworden bin. Mhm. Wenn ich auf die Uhr schaue, muss ich jetzt Gas geben, weil ich verzettel mich natürlich, sonst sitzen wir drei Stunden zusammen. Du, das ist doch, wie gesagt, ein super Thema, weil dann hast du ja noch ganz, ganz verrückte Sachen gemacht. Also das, was der Brabus in Deutschland gemacht hat, hast du ja quasi, also ich kenne ja dieses Übertragungsfahrzeug vom ORF, die G-Klasse eben, also du hast auch dann so ganz innovative, verrückte Sachen gemacht, ne, mit der G-Klasse, mit anderen Fahrzeugen, was ja nachher quasi Umbauer, Tuner, Veredler, ne? Ich glaube, es war 81 oder so. Dann habe ich beschlossen, man hat mir einen Karriereschritt zum Leiter des Fahrversuches versprochen, aber dann nicht eingehalten. Hm. Das hätte ich gerne gemacht, weil ich ja doch sehr viel gefahren bin und viel Spaß hatte. Und dann bin ich, glaube ich, Geländewagen-Europameisterschaft gefahren oder sowas mit der G-Klasse. Das waren so Dinge, wo es einfach unvorstellbar war, dass du kommst zu Fuß nicht hinauf, wie kannst du mit dem Auto hinauffahren? Mhm. Und bin also ein bisschen Trial gefahren mit Motorrad, habe unheimlich viele Hosen zerrissen dabei. Aber auch hier vielleicht als so ein kleines Mitbringsel, wenn du allein übst bei vielen Dingen, bist du schnell an deinem Limit. Und es ist das vorgezeigt bekommen von jemandem, der etwas kann, so unendlich wichtig. Da sind wir dann später dann beim Arbeiten im Alter mit den Beispielen. Aber wenn dann jemand zu mir kam und wir standen vor einem Käfer und wir haben gesagt, ich will über das Ding drüber fahren. Und ich sage, ich schaffe das einfach nicht, weil spätestens bei der Stoßstange falle ich runter. Sage, schau her, ich zeig dir. Hopp, 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 drüber gefahren. Allerdings, er kam mit einem VW-Bus und fuhr auch über den eigenen VW-Bus drüber. Aber das habe ich nie gemacht, aber über den Käfer. Jedenfalls, so wie der mir das gezeigt hat, war dann irgendwie für mich klar, es geht. Und sie mich im Hirn diesen Schalter umgelegt hat, bin ich hin, mit drüber gefahren, was ich vorher allein nie geschafft habe. Vielleicht weil du weißt, wo du ansetzt, weil das, ja, du musst vielleicht einmal sehen oder du musst es mehrfach sehen. Ich meine, das ist ja dieses,
dieses Anleiten und dieses immer wieder gucken und sich selber ranzutrauen. Ich kenne das auch, dass man sagt, jetzt mach mal und dann bist du plötzlich alleine. Das war noch in der Fotografie. Und solange ich da noch jemanden hatte, den ich immer so, weißt du, so im Augenwinkel, der nickt, der dir Zustimmung gibt, wenn du was zusammen machst, sobald du alleine dastehst, hast du gefühlt in dem Moment 360 Grad und du weißt gar nicht, in welche Richtung soll ich denn jetzt gucken. Also auch wenn es da vor dir liegt, also gedanklich. Und das ist total interessant. Dann eben hatte ich einen Chef, der sagte, okay, du hast jetzt hier ganz viel, nimm dir eine Sache und mach die richtig. Und dann kommst du Stück für Stück und irgendwann hast du mal eine zweite, dritte und irgendwann kommst du dazu, Stück für Stück das aufzubauen und so funktioniert es tatsächlich. Ne? Und du sagst, jemand muss es dir einmal gezeigt haben, damit es dann für dich den Schalter im Hirn umlegt. Aber Richard, lass uns gerne hier für die Themen auch viel Zeit nehmen. Also ich hatte auch schon Talk 1,20. Lass uns jetzt nicht hier, okay. Weil du bist total voller Energie, voller Elan. Ich finde das super. Das macht auch Spaß mit dir, weil du, da kann man ja stundenlang zuhören. Ne? Ich meine, das sind ja ganz viele Geschichten, die sind ja irre. Ne? Meine Frau sagt immer, tu nicht so viel Geschichten drucken. Das heißt, auch Geschichten drücken oder drucken. Jedenfalls, ich bin halt ein Storyteller, ein Erzähler, was mir auch für mein heutiges oder für meine Zukunft hoffentlich die Basis gibt, die ich benötige. Absolut. 81, glaube ich, habe ich dann gesagt, so, und jetzt war ich selbstständig. Und dann bin ich zu meinem Vater gepilgert und habe gesagt, ich möchte mich selbstständig machen. Kannst du mir helfen? Man muss dazu sagen, ich habe mit meinem Vater, glaube ich, zwischen dem 15. und dem 25. Lebensjahr wahrscheinlich 100 Sätze gewechselt. Mhm. Ich wurde nämlich zu Hause expediert und rausgeschmissen und bin mit 15 weg und bin ganz fern ab in die Schule gegangen, in Heime, ganz weit weg. Und also ich habe mich einfach durchkämpfen müssen, was wahrscheinlich für spätere Leben durchaus gut war. Mhm. Und mein Vater hat gesagt, ja, das mache ich schon. Wie viel hast du? Und ich habe gesagt, ich habe gar nichts, aber ich habe einen Turbo Porsche. Und er sagt, verkauf ihn. Und ich gebe dir genauso viel Geld für den Start, wie du hineingibst in die Firma. Und dafür gehört mir 50% deiner Firma. Mhm. Habe ich gemacht. Habe das Auto verkauft. Mein Vater hat mir gleich viel Geld gegeben. Ich habe eine Firma gemacht. Und habe begonnen. Ich glaube, das erste war ein blau-weißes G-Modell, das einfach aufzuhübschen, aufzumascheln, aufzustylen. Das war ganz, ganz früh, das hat ja kaum einer gemacht. Ich glaube, in München hat es eine Firma gegeben, die Ähnliches gemacht hat. Heuer hat er, glaube ich, geheißen. Ja, und dann habe ich einmal herumgeschaut, was gibt es überhaupt, und habe mich in ein Auto gesetzt und bin quer durch Europa gefahren und habe alle Firmen abgeklappert, die, von denen ich vermutet habe, dass sie Ähnliches tun. Habe dann wieder gesehen, was sie tun, und habe mir auch sehr wertvolle Kontakte aufgebaut, was, glaube ich, aus heute als Botschaft sehr wichtig ist, denn diese digitale Welt, die wir heute haben, ist ja nur ein ganz kleiner Teil der Welt. Du musst die Leute, du musst sie anschauen können, du musst sie riechen können, du musst sie anfassen können, du musst etwas teilen können mit denen. Auch wir zwei würden das kaum so führen, wenn wir nicht ein Stapel zusammen getrunken hätten bei dieser Veranstaltung und einfach das Gefühl hatten, das passt. Ja, das passt. Das kannst du digital ganz, ganz, ganz schwer. Nee, das stimmt. Das ist, also wenn du jemanden jetzt vor der Krise schon getroffen hast, geht es. Also vor der Krise, vor dem Zoom. Wenn du jemanden nicht, dann geht es bedingt, aber es ist eine ganz andere, man muss jemand einmal so, ja. Ich bin gespannt, wie es wird. Ja. Weil ich habe schon zwei, drei Angebote jetzt für ähnliche Podcasts im neuen Thema des Alterns, die mich angeschrieben haben, könnten sie uns einen Podcast machen oder wir würden gerne mit ihnen einen machen. Ich kenne die Leute nur digital. Also ich bin gespannt, den Unterschied, ich kann das jetzt sehr gut nachfühlen, dir gegenüber, ja, ist eben anders. Okay. Jedenfalls habe ich damit dann begonnen und habe mir ein, zwei Autos hergerichtet. Und was insofern relativ schwierig war, ich hatte damals schon große Schwierigkeiten mit meinen Bandscheiben. Ich rede sonst von meinen Krankheiten nicht besonders, aber ich musste die letzten Tage kriechend im und unterm Auto Teppich verlegen und solche Dinge. Ich konnte nicht aufrecht gehen. Aber es gab einen Termin, damals schon etwas großkotzig, wie ich war, Pressekonferenz angesetzt. Ich mache dort eine große Präsentation. Ja, und der Termin war natürlich gegeben. Auch vielleicht für heute für mich sehr wichtig zu sagen, mach dir Deadlines, weil dann wird's. Wenn du kein Deadline machst, wird es einfach nicht. Es muss fertig sein. Genauso habe ich mir ein Deadline gehabt. Heute um 11 Uhr muss ich fertig sein. Vor zwei Stunden habe ich nicht gewusst, wie will ich die Technik zustande bringen, um mit dir heute jetzt da zu sitzen und zu plaudern. Aber es muss sein, und wenn es sein muss, geht es. Termine sind wichtig, ja. Sonst ist es nach St. Nimmerlein, dann passiert nichts, klar.
vielleicht sogar noch weiter jetzt als Gedanke. Also ich war dann doch 20 Jahre Unternehmer, selbstständig und habe ab und zu nicht gewusst, wie ich morgen meine Leute zahlen soll. Ich habe nicht gewusst, wie ich irgendwie über die nächsten Tage komme. Und das Entscheidende war, es ist immer gegangen. Immer. Ganz egal, wie sehr die Scheiße am Kochen war, du hast, ich weiß nicht, eine andere Attitüde. Du gehst die Leute anders an. Du siehst Möglichkeiten. Wenn der Druck so groß ist, dann geht's. Das ist also so als Weisheit des Unternehmers nach vielen Jahren. Weisheit und Anführungszeichen als Erfahrung. Das ist halt, bei Unternehmen ist es halt tatsächlich so. Und was ganz oft passiert, ist ja, wenn die Auftragsbücher voll sind, bist du happy, hast viel zu tun und kümmerst dich nicht wieder um, was kommt denn danach, wie werden die Rechnungen gestellt. Also da gibt es ja ganz viele Beispiele, wie Leute sich dann im kleinen Alltag verzetteln und irgendwann dastehen und sagen, so, jetzt habe ich alles hinter mir, Rechnung bezahlt, wie geht es jetzt weiter? Wo ist der nächste Kunde, wo ist das nächste Projekt, wo ist der nächste Umbau? Und das ist ein ständiger Strom, deswegen sagt man selbst und ständig, selbstständig. Und das hast du natürlich, das trägst du mit dir von morgens bis abends. Ich kenne es seit 89 nicht anders. Frei, das ist aber etwas, was die Leute, unternehmerisch, die das nicht kennengelernt haben, ein Problem. Ja gut, Richard, da nochmal der Unterschied, bist du nur Freelancer und digital und brauchst einen Laptop, wo es ja auch schon ein paar Hürden gibt, oder hast du sogar noch irgendwann Verantwortung für Menschen, für Familien? Also ich habe heute Verantwortung für 4 Familien und eine Alleinstehende. Und das ist einfach, du, gerade in der Zeit, das ist halt Teil des Ganzen. Das ist, wenn es gut läuft, bringt dir das was. Und wenn es halt dann eben so wie letztes Jahr alles ein bisschen schwieriger wird oder anspruchsvoller, nehmen wir es mal anspruchsvoll, positiv formuliert, dann musst du halt schon gucken, wie das Ganze zusammengehalten werden kann. Aber das ist halt dieser andere Teil. Aber du hast 20 Jahre quasi Gas gegeben. Du hast 20 Jahre weitergemacht. Und du hast dich ja auch entwickelt, wie ich weiß. Also ich kenne ja Bilder von dir. Also ich werde ja dein Link auch unter den Dingen, weil da könnt ihr euch Jungs, Mädels, auch Mädels, kennen ja ein paar K-verrückte Frauen. Super. Die werden sich das... Du hast da Bilder und Sachen. Und dann hast du... Das also lange gemacht. Vielleicht noch kurzer Abstecher zum Rennsport wieder. Zum Rennsport, sehr gut. Alte Schule, sehr gerne. Wie ich dann also so sichtbar geworden bin. Ich habe Markenbildung damals eher aus dem Bauch gemacht, habe aber sehr, sehr viel Pressearbeit gemacht. Und es war ununterbrochen irgendjemand da, vor allem auch deswegen, weil das, was ich gemacht habe, so verrückt war. Mein größter Markt war Japan, bitte. Das war mein wichtigster Markt überhaupt. Ich kann dir dann gleich erzählen, wie ich dorthin kam, aber vielleicht vorher kurz eine Renngeschichte. Ja. Eines Tages spricht mich an der Herr Dr. Helmut Marko. Von damals BMW? Red Bull, ja, Marc, ja, klar. Der quasi Motorsportchef von Red Bull. Ja. Und spricht mich an, ob ich der Teamchef werden will bei seinem Team in der DTM. Mhm. Klar, mache ich alles. Na super. Wie heißt es so schön, wenn du willst, dass was erledigt wird, gibt es jemanden, der viel zu tun hat. Oder gibt es den Faulsten? Nein, da wird es nie. Die Leute, die Zeit haben, die bringen es nicht weiter. Aber die Leute, die ganz viel zu tun haben, die bringen es weiter. Ich habe es falsch. Wenn du was Schwieriges hast, was zu lösen ist, gibt es den Faulsten, weil der sucht den einfachsten Weg und der löst dann auch. Aber wenn du was Kompliziertes hast, gibt es den Faulsten. Genau. Ja. Ja, und so wurde ich Teamchef beim Helmut Marko, der ist damals gefahren mit einem 190er das war also die Zeit. Ich glaube, Jörg Müller hat da, glaube ich, geheißen, unser Fahrer, und hat dann um einen halben Punkt die DTM nicht gewonnen. Das war das zweite oder dritte Jahr der DTM. Ja, und ich war also dort Kurzzeit-Teamchef, weil Motorenlieferant war ein gewisser Herr Aufrecht, AMG. AMG, ja. Und dem war ich natürlich auch in Dorn im Auge, weil ich war ja direkter Mitbewerber von ihm, mit meinem Aufmarscherln von den G-Modellen, die AMG auch begonnen hat. Also hast du auch Leistungssteigerung gemacht damals schon? Ja, die habe ich zugekauft, die habe ich nicht selber gemacht, aber natürlich das Aufmotzen von diesen Autos hat natürlich sehr viele Überschneidungen gehabt. Naja, und daraufhin, nachdem das eine Konkurrenzsituation war, glaube ich, hat er mich schnell wieder eliminiert. Marco hat gesagt, Kahn, Wiedersehen. Okay, das war's. Und dann war ich wieder weg, aber ich habe zumindest kurzzeitig hineingeschnüffelt und ich habe immer wieder die Leute getroffen. Ich bin mit dem Herrn Dr. Marko bis heute per Sie.
Er ist ein wahnsinniger Kenner und Könner des Rennsportes, aber menschlich, glaube ich, von einer Härte, die unfassbar ist. Aber das gehört wahrscheinlich dazu. Enzo Ferrari. Ja, wahrscheinlich sehr ähnlich in seinem Können. Aber wir haben dann damals diese ganzen Kontakte, die ich aufgebaut habe, vorher schon im Rennsport über die Formel 1, dann in diesem Schloss ganz besonders ausgelebt, weil wann immer der Grand Prix dann da war, waren wir bis zu 40 Leute in diesem Schloss und haben dort gewohnt und haben also riesen Gaudi gemacht. Und also ich war immer so dabei, das war sehr lustig, aber natürlich Geld habe ich damit keins verdienen können. Und um echt erfolgreicher Rennfahrer zu werden, war ich wahrscheinlich zu feig. Daher ist es das auch nicht geworden. Daher habe ich mehr auf das Aufmotzen dieser Autos konzentriert. Und da haben wir begonnen mit dem G-Modell, haben uns aber relativ bald zu allen möglichen Autos hin entwickelt und haben andere Autos eben auch mit Dingen versehen, die es nicht gab. Verlederungen, hochwertige Stereoanlagen, Bürdel innen, außen bis zum goldenen Schalthebel. Mhm. Ich hatte allerdings auch Kunden, zum Beispiel kam einmal ein Scheich aus irgendwo, aus Arabien, und hat gesagt, bitte, ich will gerne dieses Auto und ich hätte gerne hinten ein Maschinengewehr und bei jedem Türpfosten eine Maschinenpistole heraus und ich möchte meinen Joystick und wenn ich will, drücke ich drauf und das schießt. Mhm. Habe ich gesagt, Scheich sowieso, wer fährt denn hinter Ihnen? Hat er gesagt, ja, meine Leibwächter. Sag ich, wenn Sie draufdrücken, sind die Leibwächter kaputt, tot hinten. Sagt er, ich habe genug. So, und das war dann der Grund auch, glaube ich, nachdem er gesagt, Herr Scheich, sowieso danke vielmals, nichts für mich. Ich mache keine Bewaffnungen. Wir haben das Gegenteil gemacht. Wir haben Panzerungen gemacht und wir haben alle möglichen Dinge rund um den Automobilbau gemacht. Ich weiß nicht, für einen Gelähmten haben wir einen Hochsitz im Auto gebaut. Der wollte unbedingt jagen und der konnte aber natürlich nicht gehen. Also haben wir ihm ein Auto gebaut, wo oben das Dach nach hinten fuhr und in der Mitte war hydraulisch ein Sitz und der ist 4 Meter hoch ausgefahren. Und der saß jetzt dort oben und hat dann schießen können. Das umgebaute Papamobil quasi, ne? So ähnlich. Genau. Und dann haben wir schon frühzeitig begonnen, Studiofahrzeuge zu bauen. Das, was du gesprochen hast, Ö3 Mobil, damals kam Ö3, es gibt ja, glaube ich, bei euch Bayern 3 und so ähnliche, das war halt so ein jugendlicher Sender, der ein bisschen aufgemischt hat, das Ganze so in den Anfang der 80er Jahre. Und der damalige Chef hat mich angerufen und gesagt, können Sie mir so ein Auto bauen? Ich hatte keine Ahnung davon. Ich habe nicht gewusst, was ist ein Mischpult, ein Nagra, eine Kammer. Ich wusste das alles nicht natürlich. Habe ich sofort gesagt, jawohl, bauen wir. Und dann bin ich gerufen worden nach Wien, was ja in Österreich ein Riesenproblem ist, dass ORF ist Wien und alles andere ist zum Vergessen. Und das ist also wieder einmal so eine Geschichte, wo Wien der Wasserkopf ist. Jedenfalls, ich wurde gerufen zum damaligen Direktor Bacher. Das war auch so ein nicht sehr hoher Mensch. Jedenfalls, der war also ein richtiger General. Und da habe ich dann präsentiert, was ich vielleicht machen würde und habe das irgendwie hingezeichnet. Mir gegenüber saßen Techniker und der Chef von ORF, ein gewisser Herr Rudi Klausnitzer, und dann ein Architekt. Und der Architekt hat auch ein Auto gezeichnet. Mhm. Der Architekt, der normalerweise Studios baut. Mhm. Keine Ahnung von Autos. Und ich habe natürlich gewusst, wie ein Auto innen ausschaut und wie man was vielleicht hinbringen kann. Jedenfalls hat mich dann der Direktor Bach hat mich geholt und gesagt, komm mal näher, Bürscherow. Ja, ich weiß ich nicht. 25 habe aber ausgeschaut wie 17. Oder ich war 30 jedenfalls. Ich habe ewig lang ausgeschaut wie ein Bur. Jedenfalls schaut er mir tief in die Augen und sagt, kannst du das bauen, dieses Auto? Habe ich gesagt, ja. Hat er gesagt, mach. Also habe ich gemacht. Und wir haben das war das erste sehr, sehr aufwendige Studiofahrzeug, das wir gebaut haben. Wir haben Blut und Wasser geschwitzt, haben sicherlich nichts verdient dabei. Aber es war toll. Es war der erste Schnellreportagewagen weit und breit. Und wir haben das dann ein zweites gebaut, weil ORF das erste ist leider mit einem tödlichen Unfall total zerstört worden. Auf der Autobahn ist ein LKW draufgefahren im Nebel. Haben wir noch eins gebaut und dann haben wir begonnen für TV-Studiofahrzeuge zu bauen und so. Also wir haben hier einen gewissen Markt gehabt, der toll war. Das war halt eines dieser Beine. Wir haben gehabt eine eigene Soundabteilung, die hat dann geheißen Sound by Khan. Wir haben also Stereoanlagen gebaut, einer fällt mir ein. Wir hatten auch ein Rallye-Team. Ein Rallye-Team, das war gesponsert von Proton. Ich weiß nicht, ob es die Firma heute noch gibt. Die hat jedenfalls Lautsprecher und Stereoanlagen, ja, amerikanische. Ja. Die gibt es noch. Die haben eine alte Company, wo ich war, in Köln übernommen. Maniac, das ist 95, die gibt es noch.
Und dann machen die Technik in der Kölner Arena Proton. Ja. Oh ja, kann sein, Proton. Und hat es gegeben Rockford Fosgate. Ich weiß nicht, ob es die auch noch gibt. Jedenfalls der Importeur von diesen beiden Teams in Österreich, ein begeisterter, auch Rallyefahrer, gesagt, wir machen ein Rallye-Team. Und mein damaliger Geschäftsführer war ein hervorragender Rallyefahrer, wirklich toll. Er hat nur leider einen Fehler gehabt, er konnte nicht langsam fahren und das hat ihm dann das Leben gekostet. Jedenfalls Bernhard hat dieses gehabt und dann haben wir Peugeot 205 gehabt, die wir hergerichtet. Klassiker, ne? 1,9er Maschine und dann, super. Da kenne ich jetzt einen Peitsi, schönen Gruß, das ist dein Mann, das ist dein Auto, der hat es heute noch. Alles als Jux. Wir kriegten sogar bitte damals vom Jean Todt ein Auto. Der Jean Todt war damals Peugeot-Rennchef, haben wir ein Auto gekriegt, so gut waren wir. Und dieses Auto mit Proton, es ging ja immer darum, wie schaffst du Sponsoren herbei? Österreich ist ein kleiner Markt, der ohne dieses 1:10 ungefähr zu Deutschland, also noch viel, viel schwieriger, etwas zu schaffen. Und dann haben wir gesagt, wir müssen auffallen. Und das Erste, was mir einfiel, ist, wir machen die Werbung auf der Bodenplatte. Mhm. Das hat dann irgendwann einmal funktioniert, wie das Auto am Dach gelegen ist. Durch so viele Zeitungen ist noch nie einer gegangen, wie das Logo am Boden. Und das Zweite war, wir haben gesagt, wir bauen mit das Auto die Stereoanlage ein. 1000 Watt in den Kofferraum des Peugeots, Deckel auf. Für ein Rallye-Fahrzeug? Fürs Rallye-Fahrzeug. Ja, da haben die noch Spaß, wenn sie noch Musik hören, Rock'n'Roll. Vor allem die Zuschauer, bitte. Den hast du ja schon 2 Kilometer gehört, bevor das Auto da war. Das ist geil. Habe ich auch noch nie gehört. Ein Rallye-Auto mit Boombox oder was? Genau, Boombox, genau. Das ist ja heute. Witzig, ey. Also solche Dinge haben wir gebaut und es ging mir halt immer darum, einfach anders die Sachen anzugehen, weil ich habe nie viel Geld gehabt für zum Auffallen. Heute mit den digitalen Dingen ist es ja wesentlich leichter. Wohingegen ja schon so viele machst, kommen natürlich. Wenn du das, was du jetzt damals, also wenn du hast ja Pionierarbeit, es ist ja dieses K-Hi-Fi, ist ja ein gutes Beispiel. Ja. Was hat man da in den 80ern, habe ich auch noch, also ein Freund von mir noch viel extremer, da hat man das alles gemacht und die Hersteller haben das alles nur als Standard, ne? Blaupunkt und 2 Hecklautsprecher. Und guck mal, was K-Hi-Fi heute geworden ist, ist aber auch nur, es gibt 3 Konzerne, die das machen. Wenn sie auch viele Marken haben, die sich toll anhören, sind es im Grunde 2 oder 3 große Konzerne. Also das Thema Hi-Fi ist dann plötzlich der Markt geworden und am Anfang war es wirklich Freak-Ware. Alpine, Verstärker, weißt du noch, diese Hutablagen, wo man sich so Holzdinger und dann hat man Boxen rein. Und das war früher wirklich Nerd-Scheiß eigentlich, aber die Leute wollten mal geile Musik im Auto, bis man gemerkt hat, wie schwierig es teilweise ist. Und heute ist es ja absolut perfekt und es gibt selten Autos, ich habe jetzt gerade eins, weil es Volumen groß ist, wo der Sound scheiße ist, ansonsten oder eben nicht so ist, wie man es gewohnt ist, ansonsten hast du in Autos heute einen perfekten Sound, da hättest du damals davon geträumt, also da hättest du damals richtig viel Geld in die Hand, oder musstest du viel Geld in die Hand nehmen. Ne? War super, weil da habe ich sehr viel Geld verdient mit diesem Sound bei Kahn, haben wir genau diese Dinge gemacht und haben also mit Holzplatten und mit allem, also riesen Stereoanlagen eingebaut. Vielleicht noch eines kurz dazu, einen Panda habe ich genommen, eine Fiat Panda 4x4, man sieht die Bilder, glaube ich, auf Facebook und so, und dem haben wir auch 1000 oder 1500 Watt hineingegeben. Und dieses kleine Ding, wenn du damit gefahren bist, mit diesen Dingen, es war nämlich interessant, wie das körperliche Wirkung hat. Wenn ich damit zu Veranstaltungen gefahren bin, haben alle anderen mit was anderem fahren müssen. Ich wollte mit dem Panda fahren und habe also, ich weiß nicht, den Pegel alle 100 Meter oder alle Kilometer höher aufgedreht, bis es voll war. Und es war so, dass der die Milz gewackelt hat und das Bauchfell hat so gezittert. Aber du warst mittendrinnen. Du warst Sound. Du warst irgendwie ein Teil dieses Systems. Und das war richtig addiktiv. Also du bist richtig hineingezogen worden. Ja, klar. Wenn das körperlich, also wenn du den Bass oder gerade den Bass, ich habe das mal mit so japanischen Trommlern gehabt, das hat die richtig die Magen. Also genau, das war wie ein Schlag gegen die Magengrube. Wenn die da mit ihren Riesen, diese japanischen Trommler, die haben dann da baff und dann hörst du so einen Schlag und denkst so, also wie ein Watschen, gell? Zack. Watschen. Geil, am Watschen. Ja, super. Also diese Dinge haben wir gemacht, bis ich zu den Oldtimern kam. Also schon wahrscheinlich irgendwie
Ende der 80er Jahre bin ich zu den Oldtimern gekommen, eigentlich durch einen Freund, der Ferraris gesammelt und gefahren hat. Sehr schnell, ist leider auch verstorben inzwischen. Jedenfalls dieser Freund hat mich in die Ferrari-Szene hineingebracht und ich habe die ersten 17 Autos, die wir restauriert haben, waren Ferraris. Ach. Bevor wir uns zu den Porsches gewagt haben. Und da waren herrliche Renngeschichten. Ja, und damals Ferraris waren aber auch schon wahrscheinlich sechsstellige Summen oder dann noch Schilling, sogar noch höher. Aber verglichen mit heute natürlich in 80er Jahren, heute 10-, 20-facher, 30-facher Preis wahrscheinlich. Genau, ne? Genau. Die waren, natürlich waren sie relativ teuer, aber relativ gegen heute extrem billig. Mhm. Hast du halt gekriegt, ich weiß nicht, einen Ferrari um 10.000 oder um 20.000 Euro, hast du ihn schon haben können, einen, den nicht haben wollte. Mhm. Der Schrotthändler hier. Das war Gebrauchtwagen. Das war damals Gebrauchtwagen, ne? Den wollte eigentlich keiner mehr. Ferrari sind meistens neu gekauft worden, zum Angeben, zum Herzeigen, zum ich, ach, bin ich toll, konnte nicht keiner fahren hier. Aber der Schrotthändler hier in Graz bei uns hat einen GTO gefahren, bitte. Einen echten GTO, der ist heute wert Lusso. 50, nein, nicht Lusso, einen 250 GTO. 250 GTO, okay. Ja, war dieselbe Zeit wie der Lusso. Aber der GTO heute ist zwischen 40 und 50 Millionen, bitte. Wahnsinn. Ja, jedenfalls so kam ich zur Restauriererei und wenn ich jetzt ein bisschen Gas geben darf. Warte mal, ich gucke auf die Uhr. Ich schaue auf die Uhr. Die Zeit hast ist kein Termin? Vorbei. Hast du einen Termin? Nein, habe ich nicht, aber ich will dich nicht allzu sehr überdehnen. Ich hatte nach einer Stunde, wirfst du mal einen Fünfer in den Schlitz vor dir, dann geht's weiter, verstehst jetzt du? Jetzt trinke ich ja mal was. Trinke mal ein Schlückerl, komm. Also ich finde es ja aufregend, du, und ich sag ja immer, eine Stunde, machen wir noch 10 Minuten länger, wie Thomas Gottschalk, der macht es ja auch, es wartet ja kein Werbekunde. Und ich glaube, dass unser Ding, und das biete ich jedem ja an, nach einer Fortsetzung schreit, mal gucken, was deine Leute sagen, was meine Leute sagen. Ne? Also Zeit, das ist nämlich das, was wir hier machen, weißt du? Du schenkst mir ja Zeit. Und das finde ich ja toll. Und dass wir da mal wirklich in Ruhe sprechen. Also wenn wir jetzt noch irgendwo ein Bier hätten oder was weiß ich, noch irgendwo draußen sitzen würden oder bei deinen Spitzenhäubchen Arsenfrauen im Schloss. Davon werde ich heute Nacht träumen, wie der Richard da so durchstolziert. Und das ist doch witzig, dass diese Kulturen, jung, alt, das war schon immer so. Und früher waren die Gegensätze, glaube ich, ein bisschen viel, viel größer, als sie heute sind. Ne? In den 60er, 70ern. Heute haben wir uns ja so angepasst, dass es alles so die Jugend, die Älteren oder über Alter, ne? Über Alter reden wir wahrscheinlich auch gleich noch. Dann hast du restauriert. Ich kürze es jetzt mal ab, weil ich glaube, da müssen wir nochmal einsteigen. Das ist ein riesen interessantes Thema. Dann hast du zuletzt auch ein Buch geschrieben, sensationell gutes. Passion Oldtimer, sensationelles Ding. Ein gutes Kompendium. Okay. Ne? Also wirklich mit den Fotos von deinem Freund und Kollegen. Ich würde mal sagen, so ein gutes Standardwerk. Der Johnson im Wein ist der Kahn im... Danke, ich nehm's mit Freude auf. Es wird inzwischen als Standardwerk für Oldtimer schon tituliert. Danke vielmals. Wie ich dorthin gekommen bin, was insofern wichtig ist, weil es für die weitere Zukunft entscheidend war, eines Tages hat mir mein Internist gesagt, du hast Krebs, du musst was tun. Und ich habe etwas getan. Ich hatte nicht sehr viele Möglichkeiten, weil 80 Stunden die Arbeit die Woche, 20 Jahre lang, die Kinder kaum wachsen gesehen, die Familie vernachlässigt natürlich, gearbeitet rund um die Uhr, herrlich, oft in einer Woche um die Welt gereist. Ich glaube, einmal bin ich in 8 Tagen um die Welt gereist, habe 7 Termine gehabt bei Jerry Seinfeld in Amerika, beim Crown Prince Abdallah hier und bei dem dort. Und egal, das hat mich jedenfalls... Wenn diese vielen Jahre dazwischen sind allein 3 Sendungen, wahrscheinlich wenig alles getroffen habe und wenig durfte und wie. Japan war also für uns ein ganz, ganz großer Markt. Allein wie ich dorthin gekommen bin, ist eine herrliche Geschichte. Die muss ich dir jetzt noch erzählen, bevor ich zum Rest komme. Ich überlege mir, ich muss exportieren. Österreich ist so ein kleines Land und Oldtimer ist ein steigender Markt damals. Ich muss etwas tun. Wo gehe ich hin? Wo gehst du halt ins Ausland? Wo ist das Geld zu Hause und wer hat gern was mit Autos zu tun? Japan. Mhm. Und ich kannte hier einen gewissen Herrn Swarovski. Ja, von Schwarz. Swarovski, ruf ihn an und sage, erst kannst du mir helfen, ich möchte nach Japan. Sagt er, ja, passt schon, fliegst halt dorthin. Ich sage, mein Geschäftsführer, der holt dich ab und dann macht es halt dort. Okay, habe ihn angerufen.
Das war ja alles noch Telex-Zeit, bitte. Gerade das bei Telefax, glaube ich. Ja, Telefax hatten wir gerade ganz frisch. Aber Telex aber das war alles. Der Streifen, ne? Aber Telefax kam schon, weil das war dann wichtig für meinen Einstieg nach Hongkong. Jedenfalls war ausgemacht, ich flieg nach Japan. Dort, der hat mich wirklich abgeholt, der dortige Geschäftsführer. Wir sind dann essen gegangen. Er und sein Kollege und ich. Und der hat mich gleich beeindruckt mit, ich glaube, Kugelfisch war das, dieses Ding. Oh ja, das ist was ganz Gefährliches, wenn du es falsch zubereitest. Ne? Mutprobe eigentlich, oder? Das wusste ich ja alles nicht. Ich wollte zahlen. Zum Glück hat man mich nicht gelassen. Weil dieses Abendessen allein hätte mein gesamtes Budget für die Reise gesprengt. Mhm. Unfassbar teuer. Jedenfalls kam ich dort sehr schnell an den Nürnberger, Jürgen Mayer. Der Jürgen Mayer war damals der Chef der Firma Sieberhegner, Nihon Sieberhegner. Die hat Rollei und Leica etc. nach Japan exportiert und andere Ware zurückgebracht nach Deutschland. Er war damals in Japan. So ein wie Mitsui, Mizuno und wie diese großen Trade also heißen, war er dort. Und der war autointeressiert. Und der hat gesagt, komm, das interessiert mich. Also ich war keine 3 Tage dort und hatte mein erstes Auto verkauft. Beziehungsweise wir haben dort dann entwickelt gemeinsam die Idee, einen Porsche in Serie zu restaurieren. In Serie. Wir haben dann uns auf den 356er geeinigt, weil wir haben angeschaut, naja, 190 SL, also jetzt, bevor wir auf Porsche gekommen sind, 190 SL, Jaguar Mark II, Porsche 356, Brandname, Ersatzteilbeschaffung, Image, Fahrbarkeit etc. Und gleichzeitig hat sich entwickelt ein gewisser Dr. Beecham in Neuseeland mit Jaguars. Und wir wurden beide dann vertreten von dem Jürgen Mayer in Japan. Das heißt, ich hatte damals ein kleiner österreichischer Restaurator eine Niederlassung quasi in Japan. Habe dort meine erste Pressekonferenz auf Japanisch gehalten. 25 Kamerateams, unfassbar. Ich habe damals beschlossen, ich will nie berühmt sein. Denn wenn du ununterbrochen nur Kameras um dich hast, es ist kein Leben. Jedenfalls war ich eine Zeit lang dann in Neuseeland, habe dort das angeschaut, ein bisschen mitgeholfen bei Beecham und habe dann hier in Graz diese Serienrestauration für Porsche 356 entwickelt, wo man, war glaube ich der erste weltweit, wo man diese Autos nach einer fixen Preisliste kaufen konnte, komplett restauriert. In einem Wunschzustand, du hast gesagt, ich will ein Cabrio, außen rot, innen schwarz, aus dem und dem der Serie, Baujahr von bis, beschaff das Auto, restaurier es, mach es und ich will es haben, mit 12 Monaten Vollgarantie ausgeliefert. Und das haben wir aufgebaut, dieses System. Also Karosse gehabt, Components, alles auseinandergebaut, entlackt und 3.000 Arbeitsstunden, boah, und 5.000 Teile zu bearbeiten. Restaurieren eines Autos in dieser Form ist so, wie wenn du dich mit der Stricknadel da hineinstichst. Es kann gut gehen. Haben wir gemacht, 20 Jahre lang. Dann der liebe Gott hat mir was zum Nachdenken geschickt. Er hat mich nicht haben wollen, der Teufel auch nicht. Ich bin beiden sehr dankbar, ich bin noch da. Habe aber dann die Firma geschlossen und habe gesagt, ich muss was anderes tun. Habe einen Nachfolger, der restauriert Porsches in etwas kleinerem Umfang jetzt. Ich hatte damals noch 15 Leute in der Restauration. Ja, und dann habe ich gesagt, was tut man weiter? Ich will damit aufhören. Ich war relativ jung, 48 oder sowas, oder 49. Ein bisschen mehr wahrscheinlich. Jedenfalls, da bin ich wieder auf die Uni gegangen und habe wieder studiert, diesmal freiwillig. Mit größtem Vergnügen habe ich 2 Master gemacht in Kommunikationswissenschaften, ganz was anderes. Und kam dann irgendwann zu dem Punkt und sagt, was willst du weiter tun in deinem Leben? Aber darf ich da mal nachfragen, zurück an die Uni, also du hast das alte Leben komplett liegen lassen wollen, müssen, also weil das ist ja schon, weil dieses Studium dann dein Hauptinteresse war oder weil das Lebensmodell, finde ich ja hochspannend, wenn du dann sagst, mit mein Alter quasi, 50. Sohn, jetzt gehe ich mal komplett aus der Praxis in die, nennen wir es mal Theorie. Die Theorie war natürlich nur Mittel zum Zweck. Das medizinische Urteil hat natürlich auch beinhaltet, dass ich nicht mehr weiter 80 Stunden die Woche arbeiten kann. Es war einfach zu viel. Es war Overload von allem. Und der liebe Gott hat mir zum Glück etwas zum Nachdenken geschickt. Andere haben diese Chance nicht. Die fallen um und sind tot. Oder ich habe halt etwas Operables bekommen, bin operiert worden, war ein Jahr lang rekonvaleszent, war nicht ganz klar, ob es gut geht oder nicht. Es ging gut.
Aber dann stehst du ja vor dem Punkt und sagst, was tust du jetzt? Mhm. Du musst deine Familie ernähren, du hast bestimmte Kosten, du willst deinen Lebensstandard aufrechthalten etc. Ja, und mein Ausweg war zu sagen, auf der einen Seite werde ich Gutachter oder ich intensiviere meine Gutachtertätigkeit. Ich war vorher schon Gutachter und das wurde dann mein Haupteinkommen als Experte, Gutachter, was ich bis heute tue, wenngleich jetzt geringer oder langsam ausfädend, weil das waren jetzt 20 Jahre doch, wo ich auf mehrere Seiten als Experte unterwegs war, vor allem mit dem enormen Vorteil, ich habe das alles schon mal gemacht. Das heißt, wenn mir der Sattler sagt, das geht nicht, dann sage ich, rutsch rüber, ich zeige dir, wie es geht. Mhm. Weil ich habe ja hunderte Teile gemacht und weggeschmissen davon. Ich habe als One-Man-Show begonnen, auch beim Restaurieren. Mhm. Oder ich weiß, wie ein Auto darunter aussehen wird, nach sehr großer Wahrscheinlichkeit, auch wenn es von außen nur so ist. Weil das ist ein bisschen mit einem Arzt vergleichbar. Wenn du zu einem praktischen Arzt gehst und der viele Jahre Erfahrung hat, dann sagt er, setz dich hin, zeig mir deine Fingernägel, zeig mal deine Zunge, schau mir tief in die Augen und wie geht's deiner Frau? Mhm. Wobei die letzte Frage wahrscheinlich die wichtigste ist. Okay. So. Und dann weiß er, was dir fehlt. Mhm. Und so ähnlich ist es bei Automobilen. Ein Oldtimer ist ein Oldtimer und er ist immer ein Oldtimer. Sofern er kein Fake ist, was heute, das ist ein eigener Vortrag. Und das ist natürlich jetzt genau das Thema, durch die enormen Preisexplosionen seit 10, 15 Jahren, 10 Jahre, ist natürlich der Markt total interessiert an Entenbürzel, die keine sind und. Also es gibt ja x Beispiele, wo du aus dem 911er F plötzlich in Entenbürzel machen kannst und hast den zehnfachen Wert damals oder sogar mehr, ne? Und bei allen möglichen. Ich glaube, bei Ferraris haben sie begonnen, dass die Leute eben GTOs gemacht haben als Lusos von vorher oder ja, genau, bei den Farina-Coupés etc. Seitdem die Preise also so wirklich explodiert sind und seit 2008 ist ja das wirklich Erstaunliche, mit der Finanzmisere 2008 Betongold. Sind die Preise in die Höhe gegangen. Ja, Betongold. Dramatisch. Klar, klar. Du, da hab ich noch ein 198 Roadster gesehen für 325.000 mit einer rostigen Stoßstange im Meilenwerk und Schwiegervater sagt, für das Geld sage ich, ja, gibst du 5.000 Euro mehr, ist die Stoßstange noch sauber, aber das Auto hat diesen Wert. Das war teurer wie unsere Wohnung damals. Und dann sagst du, ey, hättest du damals aber einen gekauft, weißt du, wo der heute stehen würde? 1,3. Momentan haben wir wieder eine Delle ziemlich da drin. Ist nicht schlimm. Die Preise entwickeln sich eigentlich nicht wirklich bergab, sie entwickeln sich seitwärts, leichten Schwankungen der Toleranz. Erstaunlicherweise, trotz Covid, trotz aller anderen Geschichten, sind die Preise nicht wirklich gefallen. Manche schon, aber in Summe nicht. Die meisten haben letztes Jahr ihr Geld, was sie ja nicht mehr ausgeben konnten für Reisen, Konsum, Genuss und so weiter, in ihr Auto gesteckt. Also ich kenne einige, die dann sagen, ich habe so viel machen lassen oder so viel Teile gekauft oder so viel Pflege investiert. Das ist momentan, und das Thema, ich meine, das ist ja dieses Thema, die Entwicklung, die ging ja wahnsinnig weiter. Also ich kenne jemanden, der sagt, so ein Flügel nimmt jeden Tag einfach mal eine Summe X mehr. Du musst freitags einen anderen Preis machen wie montags. Außer du kennst den Kunden schon, dann gibst du den gleichen raus. Also das ist total irre, diese Entwicklung. Hätte man das damals gewusst, ne? Rückblickend. Weil es muss ja auch irgendwann eine Grenze geben. Aber du kennst ja auch dann den asiatischen Markt, ne? Oder dieses Thema, dass halt viele Fahrzeuge ja bei uns verschwunden sind auf dem Markt, in China noch gar nicht angekommen sind, weil sie nicht dürfen und irgendwo in Containern stecken. Und wenn sie rauskommen, gibt es wahnsinnig viel zu tun. Das würde hauptsächlich die Restauratoren treffen. Die Autos zum Beispiel China ist meines Erachtens ein overvalued market. Das ist ein total überschätzter Markt. Die Chinesen, die ein Auto haben wollen, die haben es längst. Die haben es längst, aber die fahren damit nicht rum oder nur auf Privatgeld oder genau. Restaurationsbetriebe sind voll. Also ich habe mit meinem Restaurieren quasi in den Aufschwung hinein investiert. Nur heute sind wir oben. Heute leben sehr viele Restauratoren, die vor 20, 30 Jahren nicht hätten überleben können, weil sie viel zu langsam sind, weil sie viel zu teuer sind etc. Nur die Preise sind halt einfach davon gegangen. Aber zurück zur Frage. Ich habe als Experte... Studium, genau, Studium.
Ja. Experte und Sachverständiger ein gutes Auskommen. Ich reise um die Welt, ich werde gefragt, man schickt mich, ich weiß nicht, nach Dänemark, schaut das Auto an, ich will das kaufen, ist das diesen Preis wert oder nicht? Und dann in 9 von 10 Fällen sage ich, diesen Preis ist es nicht wert, aber ich weiß nicht, um 10.000, 20.000 Euro weniger, dann sind meine Kosten locker gedeckt, der verdient noch dabei, oder aber kauf überhaupt nicht, weil. Oder aber auch, ich weiß nicht, ein Auto um 50.000, 100.000 Euro hier für eine Versicherung, selbst ein 10.000 Euro Auto, das versichert werden soll, da mache ich Expertisen, da mache ich Gutachten. Das ist also meine Einnahmequelle. Auf der anderen Seite habe ich damals, wie ich krank geworden bin, in Immobilien investiert, zwar mit sehr viel Schulden, aber weil ich mir gedacht habe, ich will meinen Kindern, wenn ich gehen muss, kein Unternehmen hinterlassen, sondern etwas, was verwaltet werden kann. Und Immobilien können verwaltet werden. Ja. Und das hat mir ein gewisses Einkommen gegeben und das ist auch der entscheidende Punkt, warum ich überhaupt studieren gehen konnte. Denn wenn ich hätte schauen müssen, wie ich meine Familie ernähre und wirklich wieder nur 15 Stunden am Tag arbeiten musste, damit die Familie überleben kann, dann hätte das nicht gehen können. Ja, aber so durfte ich, und das ist überhaupt das Lebensmotto, ich darf fast alles und muss fast nichts. Ja, gut, das ist jetzt mein Motto. Und Richard, das ist ja das Schöne, dass du halt auf so vielen Feldern was machen kannst, dass du sagst, okay, jetzt kann ich zumindest noch den Teil mitnehmen an Gutachten und damit kann ich mein Geld verdienen. Ich muss nicht mal alles machen. Das ist so dieses Beispiel, es gibt Leute, die können nur steppen und da kostet Steppen 1 Euro und du steppst, kochst noch, singst noch ein Lied dabei und bügelst noch die Wäsche und dabei steppst du trotzdem, kostet auch nur 1 Euro. Das ist so mein Motto immer. Wenn du so nur eine Sache, also wenn du viele Sachen kannst, kannst du auch wieder zurück zu den Sachen, die du mal gemacht hast. Ob du es dann machst oder willst, ist der andere Punkt. Aber je breiter du dich aufstellst, im wahrsten Sinne des Wortes, desto besser kommst du dann mit einer Sache wieder weiter. Ne? Ich habe das Glück, auf der einen Seite verschiedenste Dinge ein bisschen zu können und habe die Hartnäckigkeit, Dinge, die ich nicht kann, zu lernen. So wie jetzt, dieses Social Media ist für mich neu, aber ich bin bereit zu investieren, ich bin bereit, etwas zu tun. Ich werde, vielleicht kommen wir dann gleich dazu, zu meinem dritten Lebensweg, den ich jetzt machen will. Dein Lieblingsthema, wie ich weiß. Weil es ist die Zukunft. Wir reden ja über die Vergangenheit und es ist halt hochspannend. Ne? Auf der anderen Seite geht es ja auch um jetzt und hier und jetzt und was du machst. Und du sagst jetzt, das finde ich sensationell, dass du das dritte Mal sagst Zukunft, über meine Zukunft. Und ich finde das grandios, dass dieser Begriff bei dir da ist, weil in dem Talk bis jetzt über Zukunft haben wir noch gar nicht geredet. Mit weitaus jüngeren Leuten wie mit dir, weißt du? Ich finde das toll. Reden wir mal über die Zukunft, reden wir mal über das Hier und Jetzt, was dann eben vom Gutachter Kommunikation hast du. Das eine war Kommunikationswissenschaften, Studium und das zweite war Journalismus. Journalismus. Ich habe 2 Masterthesen gemacht, die sind veröffentlicht worden, einfach alles. Der Kernsatz heute von der Zukunft für mich ist, ich will noch 20 Jahre arbeiten. Vielleicht wäre es nur 15, vielleicht 17, wie auch immer. Aber ich will nicht 20 Jahre unter dem Auto herumkriechen. Das war so der Kern des Ganzen. Damals, vor 20 Jahren. Nein, das ist jetzt auch noch. Meine Frau sagt immer, die 20 Jahre werden nicht weniger. Du redest immer von 20 Jahren. Das mache ich jetzt auch schon seit ein paar Jahren. Aber jedenfalls, wie die Gutachterei, das per se und das etwas reduzierte Leben, das nicht mehr sichtbar sein. Ich habe also dann mich auch aus der Öffentlichkeit komplett zurückgenommen. Ich wollte auch nicht mehr auftauchen. Und wenn ich Interviewanfragen gekriegt habe, habe ich sie abgelehnt und gesagt, ist nicht. Mhm. Bis für mich so vor 2, 3 Jahren der Entschluss gereift ist, wenn du in dem Bereich tätig sein willst, wo ich jetzt beginne oder mich hinentwickle, wo ich auch dich kennengelernt habe, dann musst du sichtbar werden. Mhm. Sichtbar werden heißt mehreres. Das heißt, ich muss diese komplett neue, dass der Umgang mit Öffentlichkeit und Bühne und Reden und Schreiben lernen. Das ist eine gewisse Investition in mehrere Richtungen. Hauptsächlich ins Wissen. Du musst üben und du musst wirklich etwas tun dafür. Und der Hauptfokus, wo ich eigentlich hin will, ist, ich will die nächsten 20 Jahre mit dem Wort Geld verdienen. Nicht mehr mit dem Hammer oder mit dem Auto mit oder der mit, Hand, dem, mit der Hand. Kopf statt, ja.
Und das Wort, da hast du das Dasein als Redner, als Coach, als was auch immer, oder als Schreiber. Und dann hat man mir sehr schnell gesagt, wenn du heute als Speaker, und das ist vielleicht das Ziel, Keynote-Speaker für etwas aufzutreten, wenn du heute Keynote-Speaker sein willst, dann musst du ein Buch haben. Okay. Meine Masterthesen waren zwar auch Bücher, aber das war unter ferner Liefen. Und eins davon war die Nutzenkontrolle von Sportsponsoring. War hochinteressant, nämlich Sponsoring von einer ganz anderen Seite zu lernen, nämlich aus wissenschaftlicher Seite, was das alles ist. Und das, was die Leute heute Sponsoring nennen, ist ja in der Regel kein Sponsoring, sondern das heißt dann CEO Wife's Preference. Das ist, okay, weil die Frau im Reitstall reitet, musst du dann das Turnier dort sponsern. Das ist meistens so der Fall. Aber einer, der Sponsoring natürlich extrem betreibt, ist Mateschitz oder Swatch zum Beispiel. Es gibt Swatch, ist faktisch nur Sponsoring orientiert. So. Aber wie auch immer, jedenfalls habe ich gesagt, okay, schreibst ein Buch. Worüber schreibst du ein Buch? Na, das, was du verstehst, alte Autos. Und dann habe ich eben dieses Buch Passion Oldtimer geschrieben, mit sehr viel Spaß. Also Buch, das ist ja ein Schinken. Ich habe ihn jetzt leider, nicht griffbereit hier. Das ist ja, Buch ist ja... Das ist Coffee-Table-Format. Coffee-Table. Ne? Habe dieses Buch verfasst, habe mich zurückgezogen und habe mir gedacht, wie schreibst du ein Buch? Habe mich ein bisschen eingelesen und der eine so, der andere so. Und habe gesagt, okay, ich ziehe mich zurück und bin nach Piran. Wird ja nicht viel sagen, das ist ein wunderschöner kleiner Ort in Slowenien. Slowenien hat 8 Kilometer Küste in Istrien. Der Rest ist Kroatien. Also von Triest fährst du, ich weiß nicht, 10 Minuten weiter nach Süden und bist in Slowenien, da kommt Koper zuerst und dann kommt Piran und das ist ein entzückender Ort. Und dort habe ich mir dann um, ich weiß nicht, 30 Euro pro Tag ein Haus gemietet. Am Wasser, im April, vor 3 Jahren, glaube ich. Und bin dann dorthin und gesagt, okay, schreibe ich ein Buch. Und bin hingefahren mit 2 Kubikmetern Büchern und Computer und alles, was es aufgebaut hat. Und bin in das Thema versunken. Und habe 5 Wochen lang zwischen 12 und 14 Stunden jeden Tag gearbeitet an dem Buch. Du wolltest doch nicht mehr so viel arbeiten, Richard. Ja, das ist nicht Arbeit, das ist auch kein Stress. Und das sagst du jetzt, Deine Frau hört vielleicht zu, hör mal. Der Frau hat nämlich gesagt, du darfst mich nicht besuchen kommen. Ja. Sie kam natürlich, das hat mich 3 Tage gekostet, weil du einfach aus dem Tunnel rauskommst und bis du wieder hineinkommst. Jedenfalls, nein, der Stress ist nichts Negatives. Das muss man nämlich ganz klar sagen. Nein. Aber Stress, der im Hals hängen bleibt, wo du nicht weißt, wann er aufhört. Das ist das Schlimme. Du, Unklarheiten, Unsicherheiten, die machen Stress. Aber wenn es klar ist, warum und du 5 Wochen, ich meine, dann das hätte ich jetzt ja nicht anders erwartet, dass du jetzt da sitzt und brauchst da 3 Jahre, weil du eine Schreibblockade plötzlich hast. Du hast eher das Problem, wie viel lasse ich weg, anstatt wie viel packe ich rein. Ich habe doppelt so viel geschrieben natürlich und habe eine wunderbare Konstruktion gewählt mit meiner Frau. Ich danke ihr herzlich dafür. Ich habe geschrieben und habe ihr am Abend dann per E-Mail geschrieben, was ich geschickt habe. Und dann bin ich um 10 Uhr am Abend schlafen gegangen und dann meistens zwischen 3 und 4 in der Früh wieder aufgestanden zum Weiterschreiben, weil einfach der Hirn nicht aufhört. Aber es ist toll. Ich bin oft um eine Stunde aufgestanden, aufgeschrieben, hingelegt, wieder eine Stunde geschlafen, wieder weitergearbeitet. Und sie hat über Nacht korrigiert die Sachen und ich habe in der Früh dann das E-Mail bekommen, das kannst du nicht schreiben und das ist Blödsinn und hier widersprichst du dir und das ist gut. Das letzte war meistens das, was mich wieder aufgebaut hat und ich habe also permanentes Feedback bekommen und das war ganz toll. Also das habe ich geschrieben und geschrieben und geschrieben und dann irgendwann einmal war es vorbei. Und dann habe ich nach einem Verlag gesucht und habe relativ bald den Geramond Verlag gefunden in München, die dieses Buch. Oh, warte, jetzt bist du weg. Jetzt habe ich keinen, warte mal. Jetzt war was mit dem Ton. So, wir sind zurück. Wir hatten jetzt ein kleines technisches Thema, aber das wird, glaube ich, das erste Mal, dass du dein Studio auch einweist. Ja. Und so haben wir es da auch. Und jetzt sind wir beim Buch und du bist mit deiner Frau und du fängst an und du bist nach 5 Wochen quasi. Im wahrsten Sinne des Wortes. Fotos. Ich glaube, es war dann noch der Punkt Fotos, weil dieses Buch Passion Oldtimer hat besonders viele und besonders gute Fotos. Für mich war klar, dass wenn ich ein Buch herausbringe um Autos, dann lebt das von Bildern. Und nachdem du ja, wenn du dir Bilder kaufst, musst wahnsinnig viel Geld haben. Ja, das macht doch keinen Sinn bei so. Klauen geht auch nicht. Und ich habe dann hier gefunden, eine Quelle,
nämlich einen lieben Freund, Dani Reinhardt. Dani Reinhardt ist ein berühmter Formel-1-Fotograf. Ich glaube, er hat 500 Formel-1-Grand Prix besucht, hat als einer der ganz wenigen so einen goldenen Pass, kann immer und überall zu jedem Grand Prix. Ecclestone hat ihm den gegeben. Ich weiß nicht, ob er das heute auch noch hat, weiß ich nicht. Jedenfalls, der Dani, ganz lieb, hat dann gesagt, ja, ich kann auf sein Archiv zugreifen. Wir teilen uns den Erlös des Buches. Und wir sagen auch, wir haben es gemeinsam gemacht, wobei es, also gemacht habe ich es und der Daniel hat die Fotos zur Verfügung gestellt. Ich bin ihm sehr dankbar dafür. Und ich habe da auf ein Archiv von ungefähr 5000 Fotos zugreifen können. Das hat sehr lange gedauert, muss man sagen. Viele Wochen, wo ich gesessen bin, welche Fotos wohin passen können. Also das als Botschaft vielleicht, es ist nicht einfach, die richtigen Fotos auszusuchen, die auch zur Geschichte dazu passen. Ja. Das war das erste Buch, das habe ich geschrieben und habe mir gedacht, so, jetzt bin ich großer Redner für alte Autos und jetzt habe ich das Buch zum Herzeigen. Es verkauft sich übrigens sehr gut, es gibt nicht kaum mehr welche und wir werden überlegen, eine zweite Auflage zu machen, aber dass das als Transportmittel für den Redner geeignet wäre, war nicht der Fall, ist nicht der Fall. Ja gut, momentan ist ja der Markt natürlich auch ganz anders, Richard. Ne? Also wo gibt es heute nur Events? Nein, nicht nur, sondern etwas, was ich auch zu wenig bedacht habe, ist, wer will dich denn hören und zahlt dafür, wenn du über alte Autos redest? Die Clubfritzen, die wollen nichts verhören, aber wollen nichts zahlen. Mhm. Die Leute, die beraten werden wollen, die wollen auch nicht quasi öffentlich beraten werden oder sie haben ihre Gurus, wie, ich weiß nicht, den Simon Kitson oder so, diese Leute, die ganz, ganz großen dabei, da kann ich nicht mit. Daher, das Buch als solches schön und toll und auch fürs Image und fürs Weiterkommen, aber als Unterlage, als Redner nicht geeignet. Ja, und dann war es das halt mit diesem Buch und der Rednerei, abgesehen jetzt von Covid natürlich, dass einer der Gründe war, warum, wir sind wieder Lieblingsthema, danke sehr für die Brücke, dass ich gesagt habe, ich investiere jetzt für die nächsten 20 Jahre wieder in ein anderes Thema, das auch Oldtimer heißt, aber Oldtimer im englischen Sprachgebrauch, nämlich alter Mensch. Ja, ja. Und das ist das, wo ich jetzt bin, dass ich mache nach wie vor Gutachten, ich reise nach wie vor, wenn ich kann, eben herum, begleite, das ist ein lustiger Fall, das wird immer häufiger, ich kriege so viele Anfragen, Restaurationen zu begleiten. Und zwar deswegen, weil wenn heute Autos hergerichtet werden, in Deutschland, in Polen, in Ungarn oder wo auch immer. Und in das Auto wird, ich weiß nicht, 50, 100.000 oder mehr investiert. So ist der Kunde davon abhängig, was er als Information vom Restaurator bekommt. In Dokumentation, Form von Bild, Dokumentation, ja. Bild, Ton, E-Mail etc. So. Der kann natürlich das Auto vom Nachbarn fotografieren, wenn er dir die Fotos schickt und er Geld braucht. Und wenn er weiß, dass du nicht kommst, dann wird er möglicherweise eine Zeit lang an dem Auto nicht viel weiter tun und trotzdem schauen, dass er sein Geld bekommt. Weil, was die meisten Kunden ja inzwischen herausgefunden haben, dass es klug ist, nach Baufortschritt zu zahlen und nicht zu viel Geld hinzuüberweisen. Ja. So, und jetzt komme ich ins Spiel. Jetzt werde ich beauftragt von Leuten, die sagen, bitte reisen Sie dort und dorthin. Ich habe in Restauration einen Ferrari oder einen Stöver oder einen Porsche. Es ist mir da relativ wurscht, weil Restauration ist Restauration. Mhm. Das, was ich von den einzelnen Autos nicht kenne, muss ich mir anlesen, muss ich mit Leuten sprechen etc. Mhm. Und kann dann dorthin kommen, angekündigt oder unangekündigt und sagt, da bin ich jetzt, habe dann den Zugang, weil das muss ja vorher vereinbart werden, dass ich bei der Firma ein- und ausgehen kann, dass ich dokumentieren kann, dass ich mit den Leuten reden kann. Und meistens entwickelt sich daraus auch eine durchaus amikale Phase, wo der Restaurator dann sagt, du, ich habe ein Problem, kannst du mir helfen? Also wir sind in der Phase, ja, vor allem das Netzwerk, die Erfahrung, sehr viele Fehler, die ich schon gemacht habe. Oder oft habe ich irgendeine Maschine, wo ich dann sage, komm, nimm sie und mach irgendwas draus, weil ich es ja gehabt habe, die Sachen. Also hier kann ich, was wiederum für mich jetzt so diesen Übergang zur Erfahrung, Netzwerk, alter Mensch, arbeiten, dann eigentlich hingeführt hat. Ja, das heißt, das ist etwas, das bringt mir mein Zubrot. Ich bin zwar offiziell, ich bin ja von Amts wegen alt inzwischen. Ich bin ja von Amts wegen alt.
Wie meinst du das? Ich bin in Rente geschickt worden. Ich habe also vor 2 Jahren meinen Rentenbescheid bekommen. Ach so. Das heißt, ich bekomme meine Pension. Obwohl du so lange selbstständig warst, aufgrund von dem, was du bezahlt hast. Aber nicht Mit 65 ja. geht man hier bei uns in Pension. Das habe ich gemacht. Mein Steuerberater hat gesagt, du nicht länger die Pension nicht nehmen, weil das kannst du nie wieder einholen. Auch wenn du nachher mehr bekommst, das ist Unsinn. Ich bekomme relativ weniger Selbstständiger. Jeder Beamte kriegt das Dreifache von mir. Aber soll sein. Das heißt, ich habe hier meinen Pensionsbescheid bekommen. Bekomme Einkommen, ohne dafür zu arbeiten, in einem kleinen Bereich, das ist eben die Pension. Und daneben kann ich dazu verdienen, das ist also ein schönes Zubrot, und das bringt uns halt die Butter aufs Brot und gibt mir die Freiheit, andere Dinge, die ich machen will. Denn wie schon mein nächstes Buch, das im Mai vorgestellt wird, heißt, ich muss nichts mehr und darf fast alles. Super, super. Richard, ich glaube, das war das Thema, weil das finde ich auch hochspannend. Ich habe damit ja auch immer wieder zu tun, weil ich ja auch in dem Metier, was du erzählt hast, mit der Restauration, mit Oldtimer, mit Service ja auch zu tun habe, beruflich, also für den Kunden, dass das ein Thema ist, das Wissen, was abhanden geht, zu spät die Leute mitgenommen, wie kriegen wir den Nachwuchs dahin? Also wie kann man das schaffen, dass dieses Wissen und diese Erfahrung, was ja wahnsinnig schwierig ist und ist ja auch nur ein Traum, dass man jemanden nimmt und denen ja neben einen alten Hasen steckt, die müssen quasi generationsübergreifend über 3, 4, 5 Jahre, um überhaupt mal zu verstehen, wie geht man da vor, wie geht man daran und so weiter. Das Thema finde ich total interessant und ich schlage dir echt vor, wir machen das mal nochmal in Ruhe, weil sonst werden wir jetzt schnell und ich habe da Spaß, würde ich gerne mit dir vereinbaren, dass wir nochmal einen machen und dann mal dieses Thema nehmen, weil das ist hochspannend und es betrifft uns ja alle, ne? Weißt du, was wir machen könnten? Ja. Wir könnten hier einen Restaurationsblock machen. Ja gut, Vielleicht finden wir noch ein paar andere Leute, die dir eben auch Informationen geben können. Und wenn du so die Drehscheibe bist und sagen Oldtimer, wer weiß, wie auch immer, also ich stehe dir gern zur Verfügung. Das finde ich super. Also es kommen ja noch Leute hier, die Verbindung, die es jetzt dann geben wird. Die gibt es ab nächster, übernächster Woche. Da gibt es einfach jetzt Leute, die gut miteinander sich zu vertraten, sich lohnt und auch menschlich, also inhaltlich menschlich und so weiter. Und das Spannende ist ja, weißt du, wenn ich jetzt jemand erzählt, der Richard, und dann ist es immer über Dritte. Und umgekehrt, genauso wie ich jetzt sage, du, der Stefan, der jetzt diese Woche da kommen wird, da freue ich mich auch schon riesig, dann ist es so, ja, okay. Aber wenn man sich dann gegenseitig nur mal gehört hat, dann ist es ganz anders und dann habt ihr einen Zugang und ich finde die Idee gut, Restaurationsblock, weil im Prinzip ist das halt so ein Thema, weißt du, dieses reden wir nun mal vom Service, das ist die Luft zum Atmen und die Restauration gehört dazu und du weißt ja, wie schwierig es momentan ist, auch die richtigen zu finden. Also ich sag mal so, der Markt, der bedient werden wollte, ist größer als das, was momentan geleistet werden kann. Es gibt unheimlich viel Nachfrage, weil natürlich es A, sehr viele alte Autos gibt und B, sehr wenige Leute, die damit umgehen können. Jetzt nicht vom Fahrerischen, sondern vom Reparatur und Restauration, wobei das ja zwei verschiedene Dinge sind, die natürlich, man sich unterscheiden muss. Es wird immer schwieriger, Leute zu finden dafür. Die Alten sterben weg, die Jungen haben relativ wenig Interesse, für die ist das Tablet viel wichtiger als ein Schraubenzieher und ein Vergaser einstellen. Aber ich glaube, es gibt hier einen durchaus erhöhten Bedarf, Informationsaustausch, wo gibt es tolle Firmen, wo kann man hingehen, wer kann was berichten von einer, also jetzt auch gar nicht markenspezifisch, sondern allgemein. Und ich glaube, dass wir hier, wenn du da ein bisschen Drehscheibe spielen kannst, können wir vielleicht durchaus ein Modell machen, wo wir sagen, ich kann gern mein ganzes Netzwerk einbringen und auch sagen, der kann, der kann, der kann. Dann kann man zum Beispiel auch mal hier eine Art von Zoom-Konferenz Leute einladen und dann sagen, pass auf, erzähl einmal, präsentier dich lieber, lieber Restaurator, und wir stellen kritische Fragen im Vorfeld, bevor das Werk dort ist, dann kann jeder von uns, glaube ich, wirklich viel daraus profitieren. Ich bin gerne dabei. Super, super. Ja, da haben wir doch schon eine Idee. Ich glaube, dass wir das, da fangen wir jetzt mal an, drüber nachzudenken. Und das ist ja, wie wir gerade sehen, einfacher als gedacht, wenn man die Leute nur zusammenbringt. Also die Köpfe. So, die Erfahrung, die Köpfe. Richard, Wahnsinn. Also einer der schönsten und längsten Talks, die ich bisher gemacht habe. Sensationell. Und am Ende habe ich dann immer noch ein kleines Schmankerl.
nämlich die Frage, und das wirst du jetzt auch nochmal überlegen, wen möchtest du denn noch grüßen, wenn du schon mal im Internet bist? Bist ja sonst auch. Nein, danke vielmals. Ich werde diese Gelegenheit nicht wahrnehmen. Ich bedanke mich ausdrücklich bei dir. Ich muss dazu sagen, du hast eine sensationelle Stimme, muss ich sagen. Und die ist ja wirklich Podcast vom Feinsten. Mhm. Du hast die richtigen Fragen gestellt. Du hast als Wissender, ob dieses Themas natürlich auch einen Vorteil gegenüber dem quasi Normaljournalisten, der halt so tun muss, als ob er was weiß. Markus, es hat mich riesig gefreut. Ich bedanke mich und ich hoffe, es war das erste, aber sicherlich nicht das letzte. Nein, das war es garantiert nicht, weil, wie gesagt, wir haben der an dieser Zeit, die wir uns nehmen, auch Spaß und ich finde es sensationell. Also ich bin froh, dass ich dich letztes Jahr so getroffen habe und dass ich dich jetzt wieder treffe, dass wir schon mal ein paar Mal telefoniert. Mein lieber Richard, ich mache jetzt mal die Aufnahme zu Ende. Wir sagen mal Tschüss, liebe Welt. Alles Gute. Alles Gute, bleib noch kurz dran und bis bald. Danke vielmals.